Hallo und herzlich willkommen auf Multilaser und heute eine kleine Vorstellung und zwar darf ich euch einmal meinen neuen Zugang vorstellen, der LC Racing SCT. Ist der nicht süß? Ich habe ja gesagt, ich mag keine SCTs, das ist richtig, aber den hier, den konnte ich nicht widerstehen, weil er mir in meiner Sammlung fehlt. Und ja, es geht aber nicht um das Auto, das kommt noch. Was es hier rumgeht, ist das, was dran ist. Und zwar, das könnt ihr hier sehen, haben wir so ein paar Verschönerungssachen, die richtig gut gelungen sind. Und herzlichen Dank an der Stelle an André, der das hier ermöglicht hat. Und zwar eine Vorstellung mit neuen Teilen. Die Teile sind über Jonas und eventuell auch bald über Modell Bommetz verfügbar. Und ich werde euch heute zeigen, was das ist oder was ihr hier kriegt. Und zwar für LC Racing. Ob die Teile auch noch weiter für andere sind, weil es speziell hier für den Shotcross gemacht worden ist, haben wir hier aber nochmal Mudguards mit drin. So, wir gucken uns mal an, was hier drin ist. Wir haben hier zwei Mudguards. Wir haben vier Felgenringe drin für die Reifen. Wir haben einmal Dachskids, richtig stark. Wir haben Dämpferschutzkappen, und zwar vier Stück, was ich richtig gut finde. Wir haben Karohalter, die in die Originalen reinkommen. Und zwei Unterlegscheiben, die wir hier sehen. Und dann gibt es noch die Option, entweder die Klipse hier mit so einem Strip oder hier die mit, ja, mit einer Schraube zu befestigen. Ich finde die hier eigentlich besser, wobei man hier die Karos oder besser die Klipse nicht verliert. Ja, wie man mag, aber es geht um dieses Set. Und dieses Set haben wir hier dran. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt hier der Shotcross. Da haben wir auch extra hier noch hinten die Flaps mit drin. Ich finde das richtig schön geworden. Auch die Dachskids mega gut. Und ich mache mal die Karo ab. Und dann seht ihr, dass wir hier die Unterlegscheiben haben, die nochmal die Karo schützen, dass die Splinte hier nicht die Karo kaputt machen, finde ich auch mega gut. Hier nochmal kurz reingeschnitten. Ich habe vergessen, was zu erwähnen. Und zwar sind die Karohalter, die 3D gedruckten, flexiblen, etwas größer als die Standard. Das kommt, weil die Standardgröße von LC Racing dem Macher, ich habe übrigens das Auto von André abgekauft, der auch die Teile gemacht hat, und zwar AS Parts. Grüße und Glückwunsch und wirklich tolle Arbeit, muss ich an dieser Stelle sagen. Und zwar hat er die Karo-Halter ein bisschen größer gemacht. Und zwar der Grund, dass ihm die kleinen LC Racing Clips zu klein sind. Und da muss ich ihm recht geben. Hier haben wir jetzt einen 10er Clips. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil das sehr gut passt. Seid euch im Klaren, wenn ihr euch das holt, dann benutzt ihr ein 10er Karo-Klemm und nicht mehr die LC Racing, weil diese kleiner ausfallen. Ihr müsstet also das Loch ein bisschen größer machen. Wenn ihr zurückspult, könnt ihr euch das angucken. Ich finde, es passt aber sehr gut und würde dem Truggy und sowie auch den anderen Autos, wo man die Karo-Halter verbauen kann, nicht schaden, meiner Meinung nach. Aber das wollte ich nochmal erwähnen. Ja, wie gesagt, das wurde hier von AS Parts gemacht. Dem lieben André, sehr tolle Arbeit, Respekt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Das ist die Karo. So wurde hier dran gearbeitet. Ne? Ja. Ist okay. Und dann sehen wir hier nochmal die Teile schön. Hier sehen wir die Mudguards, wie sie schön sitzen und wirklich auch schön nicht am Reifen schleifen. Ne? Also wirklich toll gemacht, die Arbeit. Dann den Dämpferschutz hinten und auch vorne. Und dann hier auch unser Halter. Ne? Die sind jetzt ein bisschen weiter runtergedreht, damit die Karo weit unten sitzt für den Versand. Die kann man natürlich ein bisschen wieder hochdrehen und dann mit der Schraube fixieren. Ja, ich muss sagen, mir gefallen die Teile richtig gut. Und jetzt holen wir mal den Buggy und gucken mal, wie die Teile daran sitzen. Also wir halten sie mal ran. So, hier habe ich auch meinen Truggy nochmal mitgebracht. Da werden wir auch gleich mal gucken, ob die Teile daran passen. Und hier habe ich den Buggy, ne? Ja, habt ihr noch nicht gesehen, ist umgebaut auf Carbon, sieht richtig schnieke aus, ne? Und mit den Teilen veredeln wir das. Also die Dämpfer, ganz klar, das passt, check. Die Mudguards, die kann man an der Karo anbringen, muss man gucken, wo. Und jetzt kommen hier, die Mudguards, sag ich schon, die Dachskids. Jetzt kommen die Mudguards und die passen ohne Probleme auch bei der Buggy-Version. 1:1, sind ja auch die gleichen Querträger. Die Karohalter, da muss man mal gucken, weil wir haben ja hier den Pinnippel und hier, beziehungsweise, wie ist das bei der
Ich habe mir die Karo nämlich noch gar nicht richtig angeguckt. Eventuell kann man hier was basteln, aber eigentlich nicht. Na, bei der Buggy-Version müssen wir auf den Nippeln bleiben. Ja, das heißt, die Ringe würden eventuell noch passen. Ich guck mal kurz die Reifen. Hier habe ich nochmal die Karo. Und da sehen wir bei der Karo, dass wir bei der Karo auf die Splinte hier angewiesen sind. Ja, das wird also nichts. Die Version ist auch speziell für den SCT gemacht. Ne? Aber man könnte ja eventuell, ja, und ihr seht auch, die Felgenringe passen nicht bei den Buggy-Reifen. Ne? Andersrum wird es auch nicht bei dem Truggy, weil die, glaube ich, gleich sind. Genau, das heißt, dieses Kit hier, was ihr hier seht, ist speziell für den SCT. Aber eventuell werden hier nach dem Video auch noch andere Kits angeboten, wo dann die Sachen rausgenommen werden, die nicht passen, wie zum Beispiel die Karo-Halter. Eventuell wird es da, oder vielleicht kommen da ja sogar neue Sachen, die angefertigt werden extra dafür. Aber was passend tut, sind auf jeden Fall die Dämpferschutz. Die Dustkits könnte man auch anbringen bei der Buggy-Version. Ne? Könnte man, ja, ist ein bisschen groß, muss ich sagen. Aber könnte man auch einspurig anbringen. Vielleicht einen in der Mitte. So, wenn er sich mal überschlägt, dass er auf einen auf der Mitte landet. Ne? Ja, muss man schauen, ob man das möchte. Ne? Ja. Auf jeden Fall, die Dustkits könnte man benutzen. Die Mudguards passen definitiv. Ja. Und die Felgenringe leider nicht. Ne? So, da wisst ihr ungefähr, was passt und was nicht. So, gucken wir uns den Truggy einmal an, wie es denn da aussieht. Passen hier die Sachen. Die Felgenringe brauche ich nicht ausprobieren. Das wird nicht passen, weil die auch ähnlich sind wie beim Buggy. Wie sieht es aus mit den Dachskids? Die Dachskids könnten passen, wenn man sie hier drauf setzt, wenn man es da möchte. Eventuell können diese auch nochmal abgeändert werden. Vielleicht vorne spitz zulaufend, ne, für die Karo, dass man die hier so spitz macht. Oder man schneidet sich die selber zurecht. Das, wir sind ja im Modellbau, ne, da kann man auch ein bisschen selber machen. Und dann schneidet man sich die mit der Schere hier so spitz weg und benutzt nur die hinteren dann. Und dann wird es auch gehen, aber funktionieren würde es auch so. Ja, das wird es gehen, alles klar. Dann hier auch wieder, was definitiv gehen wird, sind die Dämpferschützer. Ja, die gehen. Und jetzt die Preisfrage. Karo-Halter würden auch gehen, sehe ich gerade. Zumindest für vorne. Für hinten haben wir wieder den Pinnipel leider. Da nicht, weil der fest mit der Brace hier verbunden ist. Aber für vorne würden auf jeden Fall die Halter gehen. Und wie sieht es aus mit den Mudguards? Und auch diese würden hier hinten passen. Ihr seht, ich habe hier Spurverbreitung drauf. Deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, aber die Mudguards würden hier auch passen. Und die Mudguards sind hier eigentlich dafür da, dass sie den Dreck von den Dämpfern fernhalten. Und das wird hier erledigt. Ne? Also auch die Mudguards hier bei der Truggy-Version passen überein. Ne? Mit der. Ja, da wisst ihr Bescheid. Ne? Das ist, das Set gibt es und man könnte es benutzen für Truggy, bedingt für einen Truggy benutzen. Vielleicht gibt es auch noch andere Sets, ich werde das mal abschnacken mit den Jungs. Und vielleicht könnte man ja ein Set rausbringen für den Buggy und den Truggy. Mudguards, Dämpferschutz und bei der Truggy-Vision sind zwei Karo-Halter vorne mit bei. Die Ringe bleiben weg, die anderen beiden Ringe auch, hier die beiden Schutzkappen noch dazu. Und die Mudguards bzw. die Dachskids bedingt mit dabei. Ne? Ja. Ja, werdet ihr sehen. Ne? Ich werde das abschnacken mit den Jungs. Ihr werdet sehen, aber speziell ist dieses Set für den SCT gemacht worden. Und da muss ich sagen, sieht es auch echt mega geil aus. Also richtig geil. Ich finde auch, das Rot ist wirklich gut abgestimmt. Es passt einfach sehr gut zu dem SCT. Ja, auch die Felgenringe. Also das sitzt und sieht auch echt mega gut aus. Ich finde auch hier die Flats hinten geil. Also es sieht wirklich stimmig aus. Ne? Gefällt mir richtig gut. Und als ich den Wagen so gesehen habe, musste ich dieses Auto unbedingt haben für meine Sammlung. Das schaut mega geil aus. Also wirklich tolle Arbeit. Top. Ne? Wirklich top. Muss ich loben. Ja, ich werde hier dieses Set für den Buggy benutzen. Dann seht ihr, wie das aussieht. Da wird es auch bald weitergehen.
Und ja, mal kurz ein grobes Vorstellungsvideo mit den neuen Sachen für LC Racing. Und das finde ich mega geil und das feiere ich auch tierisch an den Jungs, dass sie hier auch für andere Marken jetzt in dem Sinne für LC Racing Sachen anbieten. Geil. Einfach nur geil. Ne? Ja, ansonsten danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gut gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.